Mug Allah für Teile seinen Durst auf dich in dieser Welt. Mug Allah für Teile seinen Durst auf dich in dieser Welt. O Dawat Islami, sei dein Ruhm überall. O Dawat Islami, sei dein Ruhm überall. Laut einem Hadith ist das Anschauen eines Gelehrten genauso, als wenn man beten würde. Die Eltern liebevoll anzuschauen, ist gleich einem Hajj. Und wenn er sie 100 Mal anschaut, dann ist es wie 100 Hajj. Nun, tun sie das denn auch wirklich? Ich habe festgestellt, dass sie nur am Reden sind, 50 Löcher in die Luft starren und mir dann sagen, nein, wir bewundern sie. Warum machen sie sowas? Ihr versucht zu betrügen, indem ihr sagt, wir mögen euch, wir bewundern euch. Wenn es wirklich von Herzen kommt, dann ist es okay. Wenn nicht, dann tubu ilallah. Früher hörten wir immer, dass Kinder, die gut erzogen waren, während sie mit ihren Eltern redeten, ihnen nicht in die Augen schauten. Heute, die unerzogenen Kinder, schauen ihre Eltern mitten in die Augen beim Reden. Ich meine, das ähnelt schon Respektlosigkeit. Vor jemandem, vor dem man Respekt hat, senkt man die Blicke. O Allah, lass es geschehen, dass wir unseren Propheten im Bewusstsein sehen. Bitte, würden sie ihn etwa genauso anstarren, die Blicke würden sich automatisch senken. Und warum? Respekt. Umso mehr Respekt ihr Gegenüber verdient, desto mehr senken sich ihre Blicke automatisch. Die Stimme wird leiser und sie werden sich nicht mehr trauen, so normal zu reden. Wann immer sie zu einem Gelehrten, einem Sheikh oder einem Waliullah gehen, reden sie leise. Und wenn ein Freund da ist, dann so und lautstark würden sie mit ihm reden. Wir müssen aufmerksam sein. Mug Allah für Teile seinen Durst auf dich in dieser Welt. Mug Allah für Teile seinen Durst